Meine, es ist gut, dass auch die Emotionen angesprochen werden. Es genügt nicht, einfach Leistungsberichte Jahr für Jahr zu veröffentlichen, wo wir der Öffentlichkeit mitteilen, was wir alles tun und wie viele Einsätze wir gehabt haben. Ich glaube, man muss auch zeigen, dass Menschen dahinter stehen, die das mit Freude machen, mit Begeisterung. Und ich glaube, gar nicht so viele Menschen wissen, dass beispielsweise in der Steiermark, ich bin Präsident des Landesverbandes des Roten Kreuzes für die Steiermark, dass eigentlich jeder Samstag-Tagdienst, jeder Nachtdienst, jeder Sonntagsdienst, jeder Feiertagsdienst von Freiwilligen überwiegend geleistet wird. Und das ist, glaube ich, etwas Hervorragendes, was ohne Begeisterung einfach nicht geht. Und ich finde es schön, dass eben die Begeisterung auch im neuen Leitbild angesprochen wird. Naja, Dienst zu leisten ist ja nicht immer einfach. Man kommt ja auch in Grenzsituationen. Und man muss ja auch sehen, dass viele unserer jungen Helfer oft enttäuscht sind, wenn das nicht gelingt, was sie sich vorgenommen haben, wenn man oft zu spät kommen muss, weil es gibt tragische Umstände auch. Und es ist alles nicht einfach und ich glaube, da braucht man eben ein Leitbild der Mitmenschlichkeit. Und ich glaube, das wird bei uns tatsächlich gelebt. Man muss ja auch sagen, das Leitbild ist ja nichts, was künstlich aufgesetzt wird. Es formuliert ja nur etwas und bringt es zum Bewusstsein, was eigentlich bei uns Tag für Tag gelebt wird. Und da ist niemand ausgenommen. Ich glaube, jeder Funktionär, jeder Freiwillige, jeder Hauptberufliche ist aufgerufen, nach Möglichkeit nach diesem Leitbild zu leben. Mir ist klar, dass der Alltag oft anders aussieht und dass man oft miteinander nicht so umgeht, wie es dem Leitbild entsprechen würde. Aber es ist gut, wenn man sozusagen einen Stern hat, an dem man sich orientieren kann. Und das ist dieses Leitbild, dass man immer wieder sozusagen Bedacht nimmt darauf, sich darauf besinnt. Und ich glaube, es ist gut, wenn man so eine Orientierung hat, denn das hilft dann tatsächlich im Alltag, so zu sein, wie wir wirklich sein wollen. Ja, ein konkreter Vorsatz ist ja schon, sozusagen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst guten Kontakt zu haben. Es hat auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiter im Roten Kreuz, ganz gleich, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, hat meine Handynummer. Ich bin jederzeit für jeden erreichbar. Und ich habe einfach vor, noch mehr Zeit dafür zu verwenden und für jeden da zu sein.